Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen nach Hause. Und zwar im konkreten Fall gemeinsam mit einer Dame, deren Porträt als eines der elegantesten und schönsten des sogenannten Fin de siècle, also dieser Zeit um 1900, wird mit diesem Porträt einen Wandel in seinem Lebenswerk markieren. Und wie wir heute wissen, er wird auch das Bild an und für sich verändern. Die maltechnische Erforschung von Bildern, das durch die oberste Schicht hindurchblicken mit technischen Möglichkeiten und Hilfsmitteln wie beispielsweise Röntgenstrahlen oder Infrarotreflektographie ermöglichen es, tiefe Schichten eines Bildes auszuloten und Informationen zu bekommen über den Werdegang eines solchen epochalen Werkes. Das Porträt der Sonja Knips, eigentlich Sophie Amalia Maria Pontes-Echelle, wie sie ursprünglich heißt. Sie wird eine der ersten jungen Frauen in diesem Wien um 1900 sein, die aus einer alten, adeligen Familie stammend mit einem Bürgerlichen verheiratet wird. Sehr ungewöhnlich und in der Wiener Gesellschaft nicht geschätzt. Nun, der Hintergrund ist so banal und triest, wie er nur sein könnte. Ihre adelige, alte Familie, eine Freifrau, Pontes-Echelle, ist nicht wohlhabend. Frisches, neues Geld soll in die Familie kommen. Das heißt, es wird beschlossen, Sophie oder Sonja, wie sie sich später nennen wird, wird mit Anton Knips, einem Großindustriellen, vermählt. Sehr unglücklich wird diese Sonja Knips in den ersten Monaten nach ihrer Vermählung sein. Ein bisschen ratlos, ihre Rolle in der Gesellschaft noch nicht wirklich einschätzen können. Und doch, der Kontakt zu diesem faszinierenden, charmanten, interessanten jungen Künstler, bereits ein Star, der sich einen Namen gemacht hat, nicht nur als Porträtist, sondern Gustav Klimt, der Mitbegründer der Wiener Sezession, ihr erster Präsident, hat mit großen Projekten für die Gebäude an der Wiener Ringstraße auf sich aufmerksam gemacht. Dieser Gustav Klimt wird in ihr ein Feuer zum Lodern bringen und ihr damit auch die Chance und Möglichkeit geben, eine Rolle für sich zu definieren. Sonja Knips wird eine der wichtigsten, eine der bedeutendsten Mäzeninnen, Förderinnen, Unterstützerinnen der neuen, der modernen, zeitgenössischen Kunst ihrer Zeit werden. Die Wiener Werkstätte, die Idee des Gesamtkunstwerks, einst Richard Wagners Geburt, wird nun das industrielle Fertigen von Produkten ist bereits etabliert, dazu führen, dass Künstler wie Josef Hoffmann, Koloman Moser, Bertolt Blöffler und viele andere mehr mit ihrem kunsthandwerklichen Hintergrund wird die Kunst neu definiert. Als Künstler gestalten sie Dinge des täglichen Lebens. Sonja Knips lässt die gemeinschaftliche Wohnung in der Wiener Gumpendorfer Straße im Stile der Wiener Werkstätte ausgestalten. Ihr Mann interessiert sich dafür, gelinde gesagt, überhaupt nicht. Aber Sonja Knips ist entflammt für das Neue in der Kunst. Das Bild und sein Entstehungsprozess ist vielleicht ein Teil dieses Erweckungserlebnisses. Wie wir heute wissen, ursprünglich malte Gustav Klimt diese bildhübsche junge Person, die Schwarz-Weiß-Fotografien, die Gustav Klimt von ihr fertigen lässt, um auch danach zu arbeiten. Sie muss dann nicht so oft zu ihm ins Atelier kommen, beweisen, sie sieht genauso aus, allerdings ist sie in der Version des Öl auf Leinwand-Tafelbildes eine Nuance schlanker, vielleicht ein bisschen hübscher noch, als ohne dies in Real. Weiß, was die Auftraggeberin, der Auftraggeber sich wünschen. Photoshop aller 19. Jahrhundert, könnten wir boshaft heute sagen. Sonja Knips in ihrer zarten Schönheit im rosaroten Kleid in der Stilistik des Pseudo-Impressionismus, ein Pinselstrich neben dem anderen, in einem nebulösen Nichts sitzend. Ursprünglich saß sie in einem realistisch-naturalistisch gemalten Garten. Gustav Klimt übermalt den Hintergrund mit einer düsteren, eigenartig undefinierten Fläche
und wird sich damit noch stärker hin zum Sezessionismus entwickeln. Hell-Dunkel-Kontraste, flächige Auflösung des Hintergrunds. Ein epochales und wichtiges Werk unserer Sammlungen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen in der Österreichischen Galerie Belvedere.